Das erste Highlight der Wolfsburger Hammerwochen steht an. Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League empfängt der VfL den SSC Neapel. Für Trainer Dieter Hecking ein absolutes Topspiel. Fürs Viertelfinale ist es das beste Los, das attraktivste Los, das sportlich schwierigste Los für mich in diesem Wettbewerb. Ja, und von daher denke ich, ist das ein Abend, wo wir uns wieder darauf freuen als Mannschaft. Als Tabellenzweiter der Bundesliga und Pokalhalbfinalist gehören die Wölfe in dieser Saison zu den Top-Teams in Deutschland. Aber auch international haben sie sich mittlerweile einen Namen gemacht. In den letzten beiden Runden der Europa League schaltete Heckings 11 große Clubs wie Sporting Lissabon und Inter Mailand aus. Doch mit Neapel kommt nun noch eine Steigerung. Ich denke, die Tabelle zeigt, dass Neapel deutlich vor Inter Mailand steht. Und von daher erübrigt sich die Frage eigentlich. Ja, ich erwarte schon, dass Neapel in dieser Saison zumindest besser ist als Inter Mailand, und darauf werden wir uns einstellen müssen. Das Team von Rafael Benitez steht auf dem 4. Platz der Serie A und verfügt mit Marek Hamsik und Gonzalo Higuain vor allem in der Offensive über große Qualität. Dennoch gibt es den ein oder anderen Wolfsburger Spieler, den Benitez gern auch in seinem Team sehen würde. Wir wissen, dass wir auf eine bärenstarke Mannschaft treffen. Wir hatten auch auf einige Spieler ein Auge geworfen, die bei Wolfsburg unter Vertrag stehen. Die würden uns sehr gut zu Gesicht stehen und hätten eine Stammplatzgarantie. Ich denke, das sagt auch einiges aus über diese Mannschaft. Wir haben großen Respekt und benötigen 100%, sonst können wir hier nicht bestehen. Ich bin sicher, dass es eine Partie wird, aber deshalb müssen wir 100%. Respekt hat sich das Team von Dieter Hecking schon mal erarbeitet. Nun geht es darum, zu Hause vorzulegen, um damit den nächsten großen Schritt Richtung Endspielort Warschau zu machen.